Servus Leute, wir sind zurück. Ja. Wir haben bei Anna. Ja, Anna. Folge 2 hier mitten in diesem dunklen Raum. Ich bin am Zug und ich versuche mir jetzt auch mal so ein bisschen zu rätseln. Hier meine Wasserpfütze, was ist hier noch so? Nichts mehr an ich sich. Raus nochmal. Die Steuerung ist echt ein bisschen seltsam. Ja, ich gehe mal raus hier. Was haben wir denn hier noch so? Hier haben wir nur diese zerbrochene Tisch. Da ist eine Tischschublade. Stimmt. In 60, hast du gesagt, kann man die irgendwie rausnehmen? Und wie macht man das? Vielleicht kann man da einen Schlüssel reintun. Stimmt. I mit H, und da können wir jetzt hier ganz clever benutzen. Das ist ja alles tricky gemacht. Ja. Und jetzt hier Rechtsklick. Ja, nimm mal. Da haben wir jetzt hier so ein Kastchen, Holzkiste. Nimm mal mit. Und benutzen. So. Nehmen würde ich's. Ja, Mann. Nehmen hier. Was haben wir noch so? Das hier ist ein Stapel zusammengebundener Blätter. Nehmen. Ist ja immer praktisch. Was du verlorst, ist nicht wieder. Du weißt, du sollst es nicht wiederfinden. Sollte ich nicht? Ja, das ist fatal. Was haben wir hier noch so? Gehen wir mal zu der anderen Tür mit dem Pentagramm. War da noch irgendwas? Ja, hier ist noch irgendwas. Ich schaue erstmal noch alles an. Hier haben wir noch was. Notiz? Altes Taschentuch. Achso. Nehmen wir doch mal mit. Es ist in einem sehr schlechten Zustand. Ja, das bringt uns, glaube ich, nichts, wenn wir es. Ich fürchte, es könnte in meinen Händen zerfallen. Ach okay. Was. Geh nochmal zur Tür mit dem Pentagramm, die ist da links. Nö. Ich schaue mich erst nochmal um. Wenn noch was. Du bist einfach durchgerusht. Ja, hier ist dann auch nichts mehr, oder? Nö. Aber die Grafik ist schon geil bei diesem Mehlsack. Pentagrammtür, können wir hier vielleicht irgendwie so Tür Zeug. Zum Lager. Wir haben eine Stapel Bücher oder so. Netter. Oder Blätter. Der ist mir doch hier perfekt passen. Schade. Nichts zu machen. Dann eventuell, was haben wir noch so? Eine Holzkiste. Stimmt, ja. Aber was war das? Untersuche ich die mal. Eine Holzkiste auf einer Seite ist ein Loch. Ein Loch. Ja, das könnte man auch dahinter gebrauchen, oder? Habe ich so ein Gefühl, weil da ist ja auch so ein Loch und deswegen Loch, ah, ja, ein Loch gesellt ja. Sich gern. Also könnte man das doch hier professionell anbringen. Irgendwie so. In der Tat. Und was bringt uns das? Wir haben jetzt hier irgendwie so ein. Ah, man kann sich auch ducken. Holzkiste mit Loch. Untersuchen wir das doch mal. Das sind zwei Berge, die ich gut erkenne. Okay. Ich bin mir nicht sicher, aber auf welcher Seite der Sägemühle sie sind. Auf welcher Seite der Sägemühle sie sind. Wird jetzt irgendwas gebracht? Ja, gut, jetzt wissen wir, wo wir sind. Das ist hingenagelt, wie das ist hingenagelt. Ja, was ist jetzt? Geh nochmal raus da. Hier haben wir auch alles erdenklich probiert. Da kann man auch nichts drehen oder so, nee. Ich würde einfach hier nochmal probieren, mit eventuell Sägespänen das hier aufzu. Ja, oder mit dem Holzast. Genau, Holzast. Der Holzast, das ist mal wieder. Das Lösungszwecke. Nicht. Vielleicht können wir den Ast ja irgendwie so sägen oder so. Wer weiß. Und die funktioniert doch nicht, statt von da. Echt? Stimmt. Nichts zu machen, in der Tat. Was haben wir hier noch? Was ist das hier? Echt mystisch bis jetzt. Mit einem Fenster. Ja, da sind wir eigentlich schon wieder. Oh, ich dachte, die Musik, die konnte aber so erschrecken. Ja, eigentlich schon. Die Zeit ist auch nicht verstorben. Ah, stimmt. Machen wir wieder Überlänge. Ja, genau. Das ist ein spannendes Rätsel, die jetzt finden, was sie machen müssen. Also diese Holzkiste, wir sind schon vorangekommen hier mit der Holzkiste. Was kann man denn hier machen mit der Holzkiste? Benutzen, gehen wir auf Benutzen, das haben wir nicht gemacht. Du kannst dich echt ducken mit C, oder? Mit C. Benutzen. Ich kann das nicht benutzen. Untersuchen. Wie kann man hier auch irgendwas machen? Man kann eigentlich nichts machen. Castor und Pollux, die Zwillinge. Ich bin mir aber nicht sicher, auf welcher Seite der Sägemühle sie sind. Ja, das gibt uns gar keine Info. Das ist, bringt doch nicht so gar nichts. Was über das Spiel mit. Man vielleicht. Kann ja auch nicht I oder so machen, man kann ja auch nicht C oder so machen, Escape. Nö, man kann ja nicht nur linksklick. Toll. Also jetzt wissen wir, dass hier zwei Berge sind. Daraus können wir ja schlussfolgern. Nichts. Es liegen nur Steine. Das wollen wir mit Steinen anfangen. Ich bin gerade am Überlegen, deswegen. Ich bin gerade mal in der Denkphase. Nee, mach das doch. Nee, ich mache hier gerade nur die Wasserpfütze. Also, das ist die Wasserpfütze.
Wir haben Sägemehl. Wofür könnten wir Sägemehl brauchen? Ich kann ja Sägemehl in die Pfütze schmeißen. Und dann bildet das eine super Brücke. Schade. Was kommt mir bloß in den Sinn? Irgendwas das können wir da echt reinwerfen. Vielleicht Bad Letter vielleicht, ja. Das wird nicht klar. Kann man irgendwas kombinieren vielleicht? Stimmt. Vielleicht die Blätter mit dem Sägemehl. Oder wir können einfach das Sägemehl anzünden im Inventar. Stimmt. Oder wir können das Wasser mit der Feldflasche nehmen und dann das Sägemehl befeuchten. Dann ist es Mehl. Ja, ich kann keinen. Das ist schon, glaube ich, schon gefüllt. Echt? Stimmt. Ja, vielleicht haben wir jetzt hier so. Ich muss verrückt sein oder ein kompletter. Ja, das kennen wir ja. Ja, das ist ja schade. Was haben wir hier noch? Die Axt. Das ist eigentlich nur so ein. Untersuchen. Der Tisch ist in einem schlechten Zustand. Das ist nur der Tisch hier. Vielleicht können wir den Tisch irgendwie gebrauchen, indem wir auf den Tisch. Sägemehl verstreuen, dann müssen wir was zu essen machen. Ja! Das ist so. Macht doch Sinn. Mann, irgendwie kommen wir nicht weiter. Also so gar nicht halt. Was haben wir hier im Boden? Vorhängeschloss. Kann man das irgendwie Vorhängeschloss weghauen? Du musst aber irgendwie wegmachen, oder? Das ist doch sicher der Sinn vom Spiel. Ja, genau. Was haben wir dann für Zeug, um das wegzumachen? Rechtsklick, ich weiß nicht. Mit einem Ast draufhauen. Lager. Ach, da geht's dann zum Lager. Das ist eine Falltür, ach so. Ich dachte, das wäre so ein kaputtes Brett am Boden. Ja, jetzt kann man das Vorhängeschloss müssen wir irgendwie weghauen können, gell? Mhm, mit dem Messer vielleicht aufspalten. Ich hatte echt ein Jagdmesser dabei in der Mühle. Das wird nicht klappen. Vielleicht können wir es einfach anzünden. Benutzen. Ja, das ist voll tricky gemachtes Game. Muss verrückt sein, oder ein völliger Idiot. Du bist echt beleidigt im Spiel. Mann, kommen wir hier voran. Das ist ja okay, wir schauen uns das hier die Ecke an. Der Tisch? Nein. Das ist schon mal nicht, denke ich. Vielleicht können wir den Tisch anzünden. Das wäre eine geile Sache auf jeden Fall. Ja, das wäre auch schön. Dann würdest du halt verbrennen. Aber sonst. Vielleicht können wir ein Messer reinhauen, neben die Axt. Eingeklemmter Knochengriff. Kann man den irgendwie abschneiden mit dem Messer? Warte mal ganz kurz, soll ich den hier nehmen? Vielleicht geht das ja. Ich kann das nicht machen. Ich kann es nicht nehmen, vielleicht können wir in der Tat mit dem Messer hier hantieren. Du hast ihn jetzt nicht genommen, das Messer. Stimmt. Du musst immer auf Blinden nutzen. Boah, das ist ja so schwierig, die Steuerung, ich mag die irgendwie nicht. Ich denke, da gewöhnt man sich dran. Das ist, wir werden spielen, wir werden uns dran gewöhnen. Das ist mir nicht wirklich klar. Mir ist das total klar. Da ist klar, ist mir das. Anzünden? Ja, wir probieren einfach alles aus, wir haben einfach keine Ahnung, was alles so. Sollen wir doch mal in die Mementos. Haben wir schon Notizen oder so ein Notizbuch benutzen? Ich kann das nicht benutzen. Hätten wir Notizen, das Taschentuch eiert, konnten wir nicht mitnehmen, weil das jetzt so bröcklig ist. Wie können wir das ja in der Tat anzünden? Untersuchen können wir es ja vielleicht mal. Damit habe ich schon. Echt? Ja, ich denke. Achso, nee. Obsessed by such pretty stretched out his arm and out himself with the needed blade. At last he had fulfilled the writ. Was heißt denn das? Only when he had seen his own blood, the limpid water, he realized he was dreaming to the truth. Drawing to the. Ja, okay. Ja, er hat sich irgendwie gekillt, auf jeden Fall. Das ist ja schön zu hören. Komm ich hier weg. Das steht auf einem Taschentuch drauf, das gleiche. Ja, ist ja auch egal. Mehl brauchen wir sich. Nur mehr Mehl. Kann man das nicht ansehen? Man kann hier nichts machen. Wir müssen entweder mit dem Sägetisch. Oder mit dem da hinten, oder mit dem Wasser, oder mit dem Sägetisch, oder mit der Tür hier, oder mit dem Kochtisch. Ja, ich denke, der Kochtisch ist abgeschlossen, weil da haben wir eigentlich schon das, oder? Untersuchen wir das doch mal. Der Ofen ist kaputt gegangen, wenn ich in diesem Zustand anzünde, fülle ich den Raum mit Rauch. Machen wir das doch. Oder? Das wollen wir nicht. Wieso nicht? Ich brauche etwas, mit dem ich ihn reparieren kann. Haben wir einen Meißel. Ja, reparieren. Ach, da oben. Das ist wahrscheinlich gemeint, oder? Ja, wahrscheinlich. Wie konnte der da kaputt gehen, bitte? Hat doch nichts gemacht. Das war davor einfach schon kaputt, oder? Da unten sind schon Rohrstücke, aber die kann man nicht nehmen, oder? Nee. Oder doch? Nee, das ist der.
Ofen. Also mit was könnte man den Ofen reparieren? Mit, keine Ahnung. Hier wäre ich nur durch. Hey, geht das oder was? Was soll das denn? Weißt du, wie Sounds auch? Nee. Achso, ja doch, du klackst die so halt. Das ist die Tür. Kann man die nicht aufmachen? Nein, die ist doch verschlossen. Wieso kommen die denn klacken? Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, hat altertümliches Schloss. Ich weiß nicht. Aber das ist ja auch klacken. Ich denke, man muss die Tür hier kaputt machen. Mit irgendwas. Also dieses Schloss. Mit der Axt wahrscheinlich, oder? Ist das überhaupt eine Axt? Knochengriff. Das ist schon eine Axt. Was soll das denn sonst sein? Ja, wir sind gerade ziemlich. Du hast auch keine Idee mehr, oder? Eigentlich. Nee. Gebundene Blätter. Stapel. Mit dem Stock. Blätter. Vielleicht noch irgendwas. Stimmt, der Stock ist die Lösung. Komm, wir kombinieren mit Blättern. Ich denke, dass ich verrückt bin. Ja, ich denke auch. Vielleicht kann man mit dem Stock die Axt rausmachen. Kannst auch nicht mehr I drücken. Wieso kann ich nicht mehr I drücken? Weil du erst diese Info wegmachen musst. Mit dem Stock Säge nähen. Mit dem Stock. Keine Ahnung. Mit dem Stock die Axt raus, glaubst du? Ja, vielleicht. Eventuell. Wer weiß, wer weiß. Der Stock ist zerbrochen. Sie weinen, jede Nacht weinen sie. Was ist das für ein Spiel? Ja, nehmen wir das mal mit. Was habe ich jetzt? Knochengriff. Okay, wir haben einen Knochengriff. Das war schon nochmal ein guter. Griff mit den Blättern. Das ist mir nicht wirklich klar. Vielleicht den Griff einfach an die Tür hier. Das wird doch eigentlich Sinn machen, oder? Ein Türgriff, genau. Das ist doch immer ein Türgriff. Das klingt doch mal richtig. Ja, wir haben es gleich. Das kommt mir. Ja, keine Ahnung, was mir in den Sinn kommt. Das war mir wieder fatal. Ich kann meinen Griff hier benutzen. Ich kann mir die kombinieren. Ich glaube, man kann davon dem Spiel nichts kombinieren. Echt nicht? Ich glaube, das ist echt unnötig, dass wir immer irgendwas kombinieren wollen. Ja, ich bin schon wieder verrückt. Vielleicht können wir den Griff hier zu verwenden. Bist ja verrückt. Kann die einfach mal alles ausgeben. Bist ja verrückt. Das sind die ein. Ja. Kann da so verrückt sein. Das macht keinen Sinn. Da unten bei der Falltür können wir es probieren, oder? Ja. Und dann sind wir schon und dann noch bei der Box und dann haben wir schon wieder alles ausprobiert. Hast du wirklich schon alles angeschaut? Die ich ganze hab das glaube ich nicht. Du musst es vorhin geschlossen, glaube ich, direkt. Ja. Haben wir echt das mit dem Messer auch schon versucht direkt? Keine Ahnung. Ich glaube schon. Mir kann, ja, ich probiere es nochmal da hinten. Vielleicht klappt es, vielleicht nicht. Das ist die Frage. Mann, ist das spannend. Ich reiß mich gleich vor Spannung. Ich sage, es wird erst spannend, wenn wir wirklich das irgendwie das hier erledigt Sinn. Haben. Ist doch logisch. Vielleicht müssen wir den erst einweichen. Ich denke, du müsst die Tür mit dem Pentagramm, bevor es erst richtig losgeht. Schwaches Leuchten? Das kann man anklicken, das schwache Leuchten. Oh. Oh. Warte mal. Hauen wir die Blätter rein. Jetzt kann ich das nicht mehr an. Ach hier, muss gerade wieder. Schwaches Leuchten, untersuchen wir das doch mal. Ein seltsames Leuchten, das aus der Pfütze kommt. Ja. Sehr. Es ist zu weit weg. Ich kann es nicht erreichen. Mit Sägemehl. Doch, hä? Sägemehl. Klar, Sägemehl erhitzt doch dann. Nein, Sägemehl macht das alles sichtbar, oder? Kein eigenes. Natürlich. Was denn sonst? Das Sägemehl setzt eine unsichtbare Brücke ab. Cool. Kann man da nicht drauf. Was denn da noch? Das ist eine Brücke irgendwie anscheinend. Ja, danach dann? Zeichnet eine Brücke ab. Hier soll Kreis aus klarem Wasser. Okay, wir kommen hier schon weiter. Ja. Ich kann es nicht benutzen. Kreis aus klarem Wasser. Vielleicht auch wieder mit Sägemehl. Wenn wir noch mehr Sägemehl holen. Ja. Hol dir mal mehr. Immer mehr Mehl. Immer mehr Brot. Mehr Sägemehl. Entschuldigung, das passt zwar so gut. Mann, sind die unlustig. Ja, wir kommen weiter. Das ist doch die Hauptsache hier. Das ist doch der Grund, wieso man das schaut. Das ist ein gutes Spiel hier. Nehmen. Und haben jetzt wieder ein wenig Sägemehl. Mann, ist das sinnvoll. Wieso holst du denn nicht gleich ein bisschen mehr Sägemehl? Ich glaube, das kann man gar nicht. Was? Das kann man nicht, oder? Wieso kann man eigentlich auf Sägemehl stehen? Hast du nicht hingeschwört? Nee. Das Sägemehl zeichnet eine unsichtbare Brücke ab. Ach so, das ist eine Brücke gewesen. Ja. Und die hat man davor nicht gesehen, deswegen ist er da nicht drüber gegangen. Ach so, weil er Angst hatte. Ja. Klar. Das ist nicht klar.
Das macht das natürlich wieder keinen Sinn. Man muss sich ja mit dem Kreis fangen, vielleicht kann man Blüten reinwerfen. Blätter. 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 Vielleicht ist es aber doch der Hebel. Ja. Natürlich ist der Hebel, was denn sonst? Der Kuchengriff. Knochen. Wieso den Knochen? Weil früher ich verstehe das nicht. Bei Äxten hat man das hingehauen. Untersuchen wir das doch mal, seltsam. Sieht so aus, als wäre das stehende Wasser in der Mitte völlig klar. Ja, das war's auch schon. Was steht da noch? Keine Ahnung, schon muss ich verarschen. Seltsam, sieht aus, als wäre das Wasser völlig klar. Ich könnte das Wasser fast trinken. Das ist ein Hinweis. Oh, das war ein Hinweis. Die ist schon voll. Vielleicht kann man damit irgendwas... Ich einfach nur benutzen hier. Ah, oh, ich verstehe es nicht. Was können wir denn jetzt noch machen? Das Handy reinschmeißen. Wieso haben wir eigentlich ein Handy? Was ist eigentlich das links oben da? Ach, das Notizbuch stimmt, ja. Okay, wir sind ja schon mal total weit gekommen jetzt. Wieso ist das Licht aus? Das Licht? Das Licht ist... Es ist dunkler geworden. Ah! Wie mich verschreckt. Ah! Wieso schreckst du mich? Wieso schreist du mich so an, bitte? Keine Ahnung. Was war das? Keine Ahnung. Was war das für ein Schreien? Weiß ich doch nicht. Mach das weg! Mach das weg! Hör auf zu schreien! Er ist eher verdreckt. Was war das für zwei? Müsst ihr schon die Folge beenden, ja. Dann habe ich nichts erreicht. Ihr schreit mich an. Ah, es ist Schatten! Schatten! Oh Gott, das ist nur die Pflanze. Ah, oh, das ist so spannend hier. Phase. Gab's doch auch schon? Nee. Wahrscheinlich schon, wir sind nur unfähig. Ich komme die Vase mit Knochen. Können wir sie einfach anzünden? Das macht mehr Sinn, ja. Nein. Nee, ich würde sie mit dem Knochengriff verfeinern. Was? Hä? Keine Ahnung. Was dann wächst ein Baum mit Knochenmehl. Was soll man sonst noch machen? Wasser reinschütten, dann wird sie, dann wächst sie total ja, toll. Stimmt, ja. Nein, natürlich nicht. Keine Ahnung, weil du ein Naturfreund bist. Haben wir hier noch was vergessen? Verrostete Bretter. Nehmen. Wieso haben wir das davor eigentlich nicht gesehen? Ich kann das nicht nehmen. Wieso? Bist du Bretter dumm oder was? Rechts zu schieben oder so. Ich muss einfach nur rechts rückwerfen. Was kann man das damit machen? Wo können wir die jetzt hin tun? Aber vielleicht ist da was drunter. Mann, das ist ganz leicht zu schieben. Nicht so gut gemacht wie bei Amnesia. Ist da ein Spiegel oder sowas? Sah so aus. Ja, vielleicht, aber ich krieg's nicht hin. Doch, jetzt habe ich sie. Schwarzes Teil. Scharfes Teil. Untersuchen wir mal kurz. Dieses Teil ist nicht wie die anderen. Es sieht wie die Klinge eines Messers aus. Ah, ein Knochengriff. Ja, jetzt sind wir weiter. Krachendes Geräusch. Arg, mein Bein, verdammt. Das war jetzt wieder mystisch. Knochengriff benutzen mit Messerklinge. Das heißt, passt perfekt ineinander. Ich habe gerade eine Art rituellen Dolch. Geh nochmal da zum Wasser. So zum Wasser. Weiß ich nicht. Existieren weiterhin. Die sind in mir. Ja, jetzt habe ich den Dolch. Ein rituelles Messer, wir haben keinen Dolch. Ja, rituelles Messer, da können wir jetzt hier das aufspielen. Vielleicht kann man das bei diesem Pentagramm machen. Okay, das kann man vielleicht auch machen. Das ist doch ein Ritus. Vielleicht können wir... Oh. Jetzt versuchen wir es als letztes nochmal in die Aufnahme. Das wird nicht klar. Und doch nicht. Hier vielleicht, ne? Jetzt haben wir zerbrochen den Tisch endgültig zerbrechen. Mann, was kommt mir bloß in den Sinn? Keine Ahnung, vielleicht können wir noch die Pflanze wegschneiden. Was kommt dir denn in den Sinn? Ja, das kannst du dann machen, nächste Folge. Okay, ja, ich mach das dann nächste Folge, Leute. Der mystische Geist, der kam auch vor. Oh. Das hat mich echt geschockt. Part 2 war auch wieder total spannend. Ja, auf jeden Fall. Anna ist schon ein gutes Spiel, kann ich sagen, Anna. Nächste Folge dann wieder. Servus. Servus.